Hallo meine Lieben, ja, es ist wieder soweit. Wir müssen das alles mal wieder sauber machen. Das stinkt bis zum geht nicht mehr. Deswegen kommen die kleinen Babys jetzt alle hier rein und ich mache mich jetzt gleich auf diesen Angriff hier. Das alles einmal komplett sauber machen. Ich habe der Milky mal ein bisschen Wassermelone angeboten, aber bis jetzt hat sie es glaube ich noch nicht gemerkt und ist da noch nicht hingegangen. Aber das muss jetzt schnellstens sauber gemacht werden. Das stinkt und weil es so warm ist, kommen die Fliegen alle hier rein und das ist ja dann auch nicht gut. Bakterien und so wollen wir ja vermeiden und deswegen jetzt erstmal schnell sauber machen. Und dieser kleine Mann, was macht der denn? Der guckt zu und da auch. Nicht runterfallen, ja? Die packe ich jetzt erstmal schnell und die schönen blauen Äuglein an. Die packen wir jetzt erstmal alle in den Käfig und dann machen wir uns auf den Weg. So, die sind jetzt alle hier erstmal sicher. Und die Mama, die chillt da in ihrem eigenen Dreck, deswegen ran an die Arbeit. Also ganz ehrlich, das muss ich jetzt noch mit einfügen, wie einfach war das gerade mit der Mülltüte den ganzen Dreck auf einmal sauber zu machen und dann so reinzuschmeißen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und das werde ich jetzt genau wieder machen. Aber erstmal das alles desinfizieren. Das war super. Und habt ihr es gemerkt? Milky sitzt wieder auf der Fensterbank und ich habe es gar nicht gemerkt. Und sie hat meine ganzen Sachen aufgefressen. Milky! Jetzt kommt eine richtig große, dicke, fette Schicht Heu drauf. Das wird sich in ein, zwei Stunden wieder legen. Wenn die Kaninchen da wieder drauflaufen, Pipi machen, dann legt sich das wieder. Aber so viel Heu müssen wir auf jeden Fall benutzen, dass das ganze Urin aufgesaugt wird. Und so sieht das Endergebnis aus. Jetzt gibt es erstmal Frischfutter. Spinat und Karotte ist heute für jeden auf dem Plan. Die Babys essen schon fleißig. Jetzt ist gerade der Max draußen, deswegen hat er es noch nicht gefressen, aber das macht er auch gleich. Aber jetzt schaut euch mal die süßen Babys an. Bald ist es schon soweit und die Kleinen werden uns verlassen. Jetzt ist die Milky draußen und schaut euch mal die Babys an. Die haben so richtig lange Ohren, genau wie der Vater. Also der Papa von denen ist ja ein Dutch und die haben ja richtig lange Ohren und die Milky hat dazu nicht so lange Ohren. Die Babys haben jetzt schon größere Ohren als die Mama. Das sieht so lustig aus. Und unser Max hat so ganz kleine winzige Babyohren. Das ist ja auch ein Netherland Draft, also ein Zwergkaninchen und er ist einfach super schön. Die Milky haben wir auch damals gesagt bekommen, dass sie ein Netherland Draft ist, aber ist sie wahrscheinlich mit jemand anderem gemixt worden, weil sie hat etwas längere Ohren und auch einen etwas größeren Körper als der Max. Also sie ist kein Zwerg, also sie ist wahrscheinlich ein Zwerg, aber sie ist mit irgendeiner anderen Art gemischt, weil der Max, da kann man das sehr gut erkennen, das ist ein hundertprozentiger, aber die Milky ist ein kleiner Mischmasch. Und die Babys haben so süße, lange Ohren, genau wie der Papa. Also alle Babys haben diese lange Ohren von dem Papa geerbt. Und die sind richtig zahm geworden, richtig schön. Am 26. werden uns zwei Kaninchen schon verlassen, die zwei Weißen. So, jetzt ist der Max dran, jetzt darf der Max raus und die Milky ist jetzt drinnen bei den Babys. Der Max hüpft jetzt erstmal überall rum, geht dann in den Garten und es nieselt ein bisschen, deswegen kommt der Max wahrscheinlich schnell wieder rein. Kaninchen mögen das ja überhaupt nicht, nass zu werden. Gleich wird was ganz, ganz Blödes passieren, das zeige ich euch aber gleich.
Schaut euch mal an, wie süß der Max vor der Balkontür sitzt. Das sieht so süß aus. Gleich geht er raus und dann kommt er wieder rein, dann geht er wieder raus. Dann habe ich noch eine Aufnahme für euch gemacht. Der hat auf einmal Angst bekommen und das habe ich dann in Slow-Mo für euch aufgenommen, wie der dann hier schnell wieder reinflitzt. Wie ist es denn bei euch? Dürfen eure Kaninchen bei Wind und Wetter raus oder sind sie dann immer im Käfig oder zu Hause eingesperrt? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir das doch mal bitte unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, der Max ist jetzt draußen und kommt aber auch gleich wieder rein. Gleich folgt auch die Aufnahme, von der ich gesprochen habe. Das habe ich für euch in Slow Motion aufgenommen, wie der Max ganz schnell wieder reinhüpft, weil er was gehört hat und wahrscheinlich Angst bekommen hat. Schaut euch das mal an, das sieht so lustig aus. Während der Max jetzt noch ein bisschen den Garten genießt und rumbuddelt und hin und her hüpft, ist die Milky bei den Babys. Der Max genießt das natürlich total, wenn er den ganzen Garten für sich ganz alleine hat. Das gönnen wir ihm natürlich auch. Der darf natürlich so lange draußen bleiben, wie er möchte. Ich habe heute den ganzen Tag für die Kaninchen Zeit. Ja, und jetzt wisst ihr, was passiert ist? Max ist in eine Wasserpfütze reingefallen. Ja, jetzt musste ich ihn leider abtrocknen. Das sieht so lustig aus. Ja, meine Lieben, hier werde ich das Video jetzt einfach beenden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis ganz bald, eure Kaninchenbande. Von mir und Max jetzt erstmal. Tschüss!